die Schwierigkeiten und der herrliche Empfang von Freude, Gelassenheit. Diese beiden Seiten liegen nah beieinander und das muss auch so sein. Ohne die Schwierigkeiten wüssten wir nichts davon, dass die Welt in einem unordentlichen Zustand ist. Auch wenn wir uns daran gewöhnt haben und wir es als normal empfinden, dass es Schwierigkeiten gibt, dann müssten wir es ja eigentlich auch als normal empfinden, dass Gott allmächtig ist und alle unsere Schwierigkeiten aus dem Weg räumen könnte. Aber oft haben hier die frommen Menschen auch ihre Bedenken. Die Erfahrung von, wie man es nennt, Gottes Nähe, wo wir Freude empfinden, Gelassenheit und Liebe, geben uns den Hinweis auf noch eine andere Welt. Wenn jemand zu dir kommt und dich fragt, wo finde ich den Christus, den Erlöser Gott, der alles in mir in Ordnung bringt, was würdest du sagen? Schon wieder müssten wir zugeben, dass wir mit Ausflüchten antworten würden, denn wenn jemand nach Christus fragt, was schon außergewöhnlich ist, wäre, wird er sich nicht mit einer Gruppe von Menschen, die sich in einem Kirchengebäude treffen, zufrieden geben. Auch wird er sich nicht zufrieden geben mit den Menschen, die ein inneres Ritual haben, Gesang für Gott, Gebetsformen. Wie konnte es bei uns Menschen überhaupt so weit kommen, dass wir uns auf die intellektuellen Gefühlsebene oder Erfolgsinhaltewerte, dass wir uns auf dieser Ebene beantworten lassen, was dann doch keine Antwort ist? Nun, die Antwort für andere ist die gleiche Antwort für uns selbst. Wie sollten wir von Christus wissen? Mit welchen Mitteln Christus begegnen können? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Er ist der Hüter seines Volkes, der niemals schläft, alle wach. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Er ist der Hüter seines Volkes, der niemals schläft, alle wach. Wunderbar ist der Güte des Herrn, sich an zu vertrauen, um jeden Tag seine Wunder zu schauen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Er ist der Hüte seines Volkes, der niemals schläft, alle Wacht. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Er ist der Hüte seines Volkes, der niemals schläft, alle Wacht. Wunderbar ist die Güte des Herrn, sich an zu vertrauen, um jeden Tag seine Wunder zu schauen.